Mit dieser Ausstellung wollen wir dem Besucher die Möglichkeit geben, in die Ideenwelt des Rubens ein bisschen einzutauchen oder eine Vorstellung zumindest davon zu erlangen, weil das etwas unglaublich Spannendes und Reiches war. Rubens ist wirklich mit offenen Augen durch die Kunstwelt seiner Zeit gegangen, hat sich die Antike sehr genau angeschaut, hat sich seine Zeitgenossen Renaissance sehr genau angeschaut, hat Kopien gemacht, Zeichnungen gesammelt, diese überarbeitet, hat sich theoretische Überlegungen gemacht und das alles nutzt er als Basis für seine Kreativität, die er wirklich hemmungslos ausübt und wo er dann immer wieder Grenzen sprengt. Tatsächlich ist Rubens ein Künstler, der sich mit seinem eigenen Werk wie kaum ein anderer auseinandergesetzt hat. Es gibt Bilder, die hat er nur für sich gemalt. Bilder, die er nie verkauft hat, die er mitgenommen hat in seine verschiedenen Wohnungen, die ihn in seinem Atelier begleitet haben. Und eines von diesen ist die große Wiener Gewitterlandschaft. Rubens hat Räume gemalt, er hat Körper gemalt. Zu besonderer Größe wächst er aber vor allem durch seine Landschaftsbilder. Rubens ist sicher einer der aufregendsten Künstler des europäischen Barock. Und die Wiener Sammlung ist eine der größten Rubens-Sammlungen weltweit. Grund genug, sich einmal mit Rubens zu beschäftigen. Er ist es, der Spannung in das Bild bringt, der Kraft auszudrücken sucht, der begeistern möchte, der Farben ganz neu erfindet, der Farben in einer Abstraktion einsetzt, die vor ihm niemand in dieser Weise gewagt hat. In der Ausstellung werden wir erstmals die Möglichkeit haben, die Rubensche Version von Tizians Venusfest gemeinsam mit dem Wiener Venusfest zu sehen. Das heißt, das Stockholmer Bild und das Wiener Bild werden zeigen, wie eine Idee von Tizian weiterentwickelt, wie er sie vergrößert. Das Wiener Bild ist zweimal größer gemacht worden. Er hat an die Leinwand sozusagen weitere Stücke angesetzt und damit das Thema in einer Farborgie derartig spielerisch und leicht gefeiert wird, dass es eine wahre Freude ist, das anzuschauen.